Was dringt dir in meine Welt und stört meine Ruhe? Wen haben wir denn da? Guten Morgen, starker Hans. Guten Morgen, Prinzessin Sarah. Schlag dir die Prinzessin aus dem Kopf. Natürlich. Nenn mich Sarah, bitte. Prinzessin ist albern. Dann nennst du mich aber auch nicht mehr der starke Hans. Ich habe einen Bräutigam für euch gewählt. Was erdreistet ihr euch, Prinzessin zu Schönfelsen? Ihr werdet mich nicht besitzen und ihr habt auch keinen Anspruch. Der Handel steht. Vergesst es. Ich werde dir zeigen, was es heißt, sich mir zu widersetzen. Du willst die Prinzessin immer, ne? Ich sorge dafür, dass sie deine Braut wird. Lass die Quelle versiegen. Brunnen, ausgetrocknet. Ohne Wasser sind wir alle des Todes. Irgendwas ist passiert, vielleicht an der Quelle. Die Quelle liegt im Zauberwald, Prinzessin. Niemand geht dort freiwillig hin. Wer kommt mit mir in den Wald? Willst du schuld daran sein, dass alle kläglich zugrunde gehen, ohne ein Tröpfchen Wasser? Au! Er jucht nach der Prinzessin. Wo ist sie langgegangen? Sie will mich zwingen, ihn zu heiraten. Wie im Märchen. Dann heirate ihn. Denn das ist der Plan. Es ist gefährlich, aber wir schaffen das. Vertrau mir. Da gibt es jemanden, den ich gerne an meiner Seite hätte. Ach ja? Eigentlich kenne ich ihn schon mein Leben lang. Ich werde den goldenen Taler suchen gehen. Noch heute Nacht. Die Frau des Bürgermeisters sagt, dass der Lumpensammler den goldenen Taler gestohlen hat. Ich will dir ein Geschäft vorschlagen. Bei mir gibt es allerhand zu putzen. Wenn du diese Arbeit erledigt hast, hast du dir den goldenen Taler verdient und darfst gehen. Was für ein seltsames Männchen bist du denn? Ich mache das Putzwasser scharf. Schau her, es wirkt. Allein sind wir nichts. Zusammen sind wir stark. Lachen. Verschwende deine Kraft nicht an unnütze Gefühle, sonst wirst du den goldenen Taler nie erhalten. Woher weiß ich denn nun, welcher von ihnen der goldene Taler ist? Wenn ihn dein Herz nicht erkennt, so hast du ihn noch nicht verdient. Anna Barbara hat mir versprochen, den goldenen Taler zu finden. Wenn sie zurückkommt, wird alles wieder gut. Wenn sich etwas ändern soll, dann muss man sein Schicksal in die Hand nehmen. Jeden Tag mit euch verbringen, so wie heute. Darf ich wiederkommen? Und könnt ihr euch dann vorstellen, mich zu begleiten als meine Braut? Ja. Meine Braut. Du hast bereits eine Braut. Ich gab König Justus mein Wort, als seine Tochter Josephine geboren wurde. Bei allem Respekt, aber diese Hochzeit, das kann ich nicht. Wenn du jetzt gehst, bist du nicht mehr mein Sohn. Du wirst niemals König werden. Ich habe Helene mein Herz versprochen und ich stehe zu meinem Wort. Sie ist tot. Was? Wir haben sie für immer verloren. Bitte, ich muss zu Prinz Lassmann. Ich bin Helene, seine Braut. Die Braut von Prinz Lassmann heißt Prinzessin Josephine. Er hat gesagt, er will mich heiraten und jetzt heiratet er eine Prinzessin. Er ist ein Prinz. Ich zauber dir einen neuen. Geht doch nicht darum, dass es ein Prinz ist. Er war mein Prinz. Kindchen, du kannst dich doch nicht ewig hier verstecken. Die wahre Braut, sie lebt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ein schönes Weihnachtsfest mit 6 auf einen Streich. Den neuen Märchen im 1.